Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute im Studio den Clint von Gonzales und Clint, die YouTuber, die Let's Player heißt das ja, ne? Ja. Die Let's Player, die ja dann immer, was zockt ihr immer? Ihr zockt? FIFA. FIFA und? Und Pokémon. Und Pokémon, kann man sich ja ganz gut merken. Ja. Ja, und wenn man gucken will, was die da so machen, dann geht ihr jetzt auf deren Kanal und lasst mal ein Abo da. Aber erstmal erzählen wir... Und in der Videobeschreibung alles. Alles da, genau. Und am heute reden wir erstmal über den 4. August. Und am 4. August Geburtstag hat Flitzpiepe Nummer 1... Oh, der Florian. Florian Silbereisen. Oh, Florian, das ist so ein schöner Name. Bei dem Bild denkt man Florian Silberblick. Ja, so ein bisschen. Hat er? Aber Helene, ne? Die hat er gekriegt. Ich weiß noch nicht wie. Die hat er nicht gekriegt. Das kann gar nicht sein. Schein ihr. Das ist wirklich, ohne Scheiß. Ich kann mir das nicht vorstellen, den Scheiß. Das geht nicht. Nee, aber... Ja, nicht, dass ich jetzt ein Helene-Fan wäre, aber die Perle... Aber du denkst dir so, Mäusen ist sie. Ja, das schon. Ja, guck, deswegen muss ja nicht... Die Musik muss dir ja nicht gefallen. Du musst aber nur denken, oh, Mucki. Und das Getue und auch mit dem Typen. Aber die Frisur ist auch der Weltklasse. Ich reg mich wieder auf. Was ist am 4. August noch? Da haben wir das Kraftfahrtbundesamt wurde gegründet, 1951 in Flensburg. Hast du schon mal Punkte gehabt? Ja. Wie viel? 2 oder 3, ich glaube. Nee. Ja, lächerlich. Lächerlich. Mein Rekord sind 13. 13? Ah, ja. So ein kleiner Sünder. Ja, nee, ich fahre gar nicht so schnell, aber es war irgendwie so Aneinanderreihung von unglücklichen Zufällen sozusagen. Ich bin immer hier mal geblitzt worden mit 80 anstatt 60. Ach so, und ich bin hier mal geblitzt worden mit 21 zu viel und hier mal mit 21 zu viel. Und dann sind es ja immer 2, 3 Punkte gleich. Irgendwie. Ja, aber gut, nee, bei 31 zu viel waren es dann 3 Punkte. Das ist, und die bauen sich ja nur über die Jahre ab. Ja, so, gut, das Einzige, wo ich Punkte für bekommen habe, war 41 zu schnell. Ja, siehst du, ja. So fies bin ich nicht gefahren. Ich bin immer nur so doof gefahren. Ja, aber da war vorher 70, dann haben die 50 gemacht und puff, dann waren es auf einmal 41. Und dann hatte ich 13 Punkte und dann musste ich 2 Jahre lang durchhalten und dann waren es wieder auf 0. Jetzt bin ich wieder bei 0. Dankeschön. Kannst du die auch selber mal... Nö, mach ich nicht. Ach. Am 4. August hat auch noch mal jemand Geburtstag. Noch einer. Nämlich der hier. Barack Obama. Bam. Ja, geil. Florian Silbereisen und Barack gemeinsam. Du hast es ja. Ja, die machen bestimmt immer gemeinsam Party. Weil der Barack gerne an die Helene ran will. Das denk ich mir. Ja, der Barack ist schon so. Ja, der Barack, der hat ja so, der ist ja... Wie ist er? Der hat ja so ein Ding. Also Insiderwissen. Bestimmt, ja. Bestimmt. Guck dir nochmal an. Wie er so steht, ne? Ja. Er ist Boss. Ja, gut. Dann lässt ihn hängen da unten. Ne? Warum muss man... Am 4. August ist noch was? Ja, da hat Kaiser Wilhelm... Jetzt bin ich gespannt. Ja, 1914 ja. Waren Diplomatie mit England... Und England hat abgebrochen und hat gesagt, das ist eine Kriegserklärung. Geht los jetzt. Ach so, dann war das mal 4 Jahre der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg ist am 4. August gestartet. Ja, 1914 war das und endete 1918. Ja. Und nur weil England gesagt hat, da brechen wir jetzt ab hier. Die Verhandlungen und da hat Kaiser Wilhelm gesagt, der Zweite, wichtig, das lassen wir mich hier nicht bieten. Dann gehen wir los. Jetzt geht's los. Ja. Da einfach mal. Genau. Das war am 4. August. Ja. Alles am 4. August, also Silbereisen. Wer hat das gesagt? Silbereisen, ja. Dann hier Geburtstag. Die Punktesammler aus Flensburg. Sind da entstanden, ja. Da wurde gegründet. Das sind bestimmt auch so Payback-Sammler. Die Payback-Karte. Punkte. Hast du Payback? Nein. Ja, siehst du? Ja, ich sammle, da habe ich auch keine Punkte. Nee, gar nicht. Nee. Kennst du Sams? Das Sams, ja, das ist hier das. Ja. Du hast immer Samstag. Aber du hast doch hier so ein Muttermal. Ja, das hatte meine Mutter mal. Ja, ich habe auch ein paar. Hat auch deine Mutter. Ich bin auch Punktesammler. Guck mal. Aber das wollten wir jetzt. Aber haben wir geklärt? Haben wir geklärt. 4. August. Wir sehen uns wieder. Wahrscheinlich nächste Woche, ne? Bist du nächste Woche wieder da? Wenn du das möchtest. Ja. Also ich komme ja nur auf deinen Wunsch. Halt die Haare! Lasse wehen. Ah, er hat's begriffen. Das finde ich gut.